herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir befinden uns wieder unter Wasser und diesmal wirklich unter Wasser. Die letzten Male waren wir immer irgendwo oben am Machen und Tun und jetzt sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, denn wir mussten den Master beschützen vor der Armee von Poseidon selbst. Und ja, wir haben vielleicht ein kleines Problem jetzt mit Poseidon, ne? Also so... Das stimmt, der ist nicht so nice. Böse auf uns. Aber wir haben den Master verfrachtet zu uns und der chillt jetzt einfach da unten. Wir können mal ganz kurz Hallo sagen. Ich hoffe natürlich, dass der auch noch da unten hockt und nicht irgendwie, keine Ahnung, komischerweise vielleicht ausgebrochen ist. Aber er müsste auf jeden Fall noch da unten sein. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich nicht, dass Poseidon irgendwie erfährt, dass wir ihn, naja, beschützt haben in dem Sinne. So, warte mal. Ich muss hier einmal ganz kurz rein. Und so. Also, wir haben ja auch noch einen kleinen Deal ausgehandelt. Denn wenn der Master 24 Stunden, naja, dem nichts passiert, dann sagt er uns einfach, wo Ralf und Timo sind. Ist es immer noch so? Hallo ihr, wie versprochen sage ich euch, wo Ralf und Timo sind. Allerdings nur, wenn mir die nächsten 24 Stunden nichts passiert. Keine Sorge. Also eigentlich dürfte dir hier in dem ganzen Ding nichts passieren. Kannst du mich da rauslassen? Ja, natürlich. Bitteschön. Dankeschön. Okay, wir müssen also richtig doll gut drauf aufpassen, dass hier keiner reinkommt. Aber ich glaube, das müsste eigentlich nicht möglich sein. Hier ist alles richtig, richtig, richtig doll sicher. Und es gibt hier eigentlich nur eine Brücke, wo man hier zu dem Master reinkommen kann. Das stimmt. Also ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen. Hat der Master noch Feinde? Also wahrscheinlich schon. Woher, weil wissen die denn, dass er direkt hier ist? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Trotzdem sollten wir natürlich gewappnet sein und schauen auf jeden Fall mal und halten die Augen offen. Wir können ja mal in die Zentrale gehen und von dort aus schauen, ob wir irgendwas schon mal sehen. Aber ich kann es mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Okay, dann können wir hier mal ganz kurz hochgehen. Also hier sehe ich auf jeden Fall noch keinen. Wir haben ja auch hier unseren Teleporter. Ja, stimmt, komplett vergessen. Wir müssen gar nicht laufen. Tschüss. Tschö, warte mal, so. Ich sehe ihn! Bei der Farm! Hä? Bei der Farm? Hä? Da nicht mehr. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Bei der Farm stehen Leute, bei der Farm! Oh, Epic, wir sollten direkt nachgucken gehen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Denkst du, die wollen den Master angreifen? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen sie beschützen, oh nein. Okay, warte mal, da unten waren die. Warte, warte. Schau, wie viele. Die kommen alle schon. Okay. Nein, 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 nein. Ich helfe dir. Die sind, sind einfach hier mir gefolgt. So, warte mal. Die sind mies und fies. Hä? Oh, ich dachte, da oben, da ist keiner mehr, oder? Ah, nee, das ist, unsere Base. Als ob die da waren. Oh nein, aber die waren stark, ne? Das stimmt. Was ist denn hier los insgesamt? Okay, also bei der Farm sehe ich auf... Doch, bei der Farm ist immer noch einer. Oh, warte mal. Wir sehen die sogar von hier. Okay, warte, warte, warte. Die sind richtig dumm, mies und fies. Eins, zwei, drei, hier. Da hinten. Da sind auch noch welche. Oh. Wer sind das? Oh, oh. Das sind Fische. Epic, die sind von Poseidon safe. Das sind Fische. Das sind sehr muskulöse Fische. Was ist dann denn da los? Pass bloß auf, Geiger. Was ist denn hier los? Hilfe. Hab ihn. Fies. Da unten ist auch noch einer. Oh Gott, wir lassen immer welche hier zurück. Warte, warte, warte. Und... Okay, also wir sollten danach, wenn wir den anderen haben, auf jeden Fall mal unten zum Master gehen. Nicht, dass da schon welche sitzen vor ihm oder so. Das stimmt, das wäre ganz und gar nicht gut. Okay, warte mal, dann haben wir hier noch den hier. Hallöchen. Oh, ja. Ist das der letzte? Ja. Und zack, okay, hier unten ist auf jeden Fall keiner mehr. Nee. Hier auch nicht und hier, glaube ich, auch nicht. Nee, 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 hier ist auch keiner mehr. Okay, das sieht gut aus. Okay, wir müssen unbedingt zum Master runtergehen. Vielleicht sind dort ja welche und wollen gerade angreifen. Eben. Okay, warte mal. Oh, dann gehen wir runter. Aber ansonsten, hier ist keiner. Unten ist keiner. Hoffentlich. Oben. Ah, du musst auf jeden Fall die Augen offen halten. Aber es sieht ganz gut aus. Da können wir nochmal eins weiter nach unten gehen. Hier ist, glaube ich, auch keiner. Nee, hier unten ist auch keiner. Ich hoffe, ihm geht's gut, weil sonst wissen wir nie, wo Ralf und Timo sind. Okay. Stimmt. Also, ich sehe keinen. Ist der Master noch da? Bitte, 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 bitte. Okay, der Master ist tatsächlich auch noch da. Okay, das bedeutet... Hier ist alles gut. Okay, sie haben es also nicht so weit geschafft. Du kannst auch gerne nochmal nach da hinten gucken. Oh, ich schaue nochmal durch die Kameras. Oben sehe ich auch keinen. Hier ist auch keiner insgesamt. Hier sehe ich auch keinen. Hier sehe ich auch wieder keinen. Also, da ist auch keiner. Und hier ist auch keiner. Haben wir noch irgendwie Kameras? Nee. Okay, das bedeutet, eigentlich sieht es ganz gut aus. Wir sollten vielleicht wieder hochgehen. Epic, weißt du, wo wir gar keine Kameras haben?
Wo denn? Im neuen Abschnitt da hinten. Das stimmt, du hast recht. Und denkst du, da sind noch welche? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir da mal Kameras hin platzieren. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Habe ich auch welche gerade im Inventar? Nee, leider nicht. Okay, also warte mal. Dann pirschen wir uns mal nach da hinten, wenn da welche stehen. Oh je, warte mal. Und nee, eigentlich sieht es ganz gut aus. Okay, das ist schon mal gut. So. Das war ja richtig, richtig doll knapp. Hier sind... Hier sind welche! Die kommen! Nein! Renn durch! Ja, aber die kommen! Nein, die kommen da durch! Ich muss rennen. Die sind hinter dir her. Die sind hier. Ich weiß. Ein bisschen wegstätzeln. Okay, den habe ich auch. Den habe ich auch. Hallo? Und das Hallo? Warte, ich komme mal zu dir. Oh, was ist denn da los? Was ist da los? Die sind so, so doll stark insgesamt. Eben. Warte mal. Da sind die noch. Hallo. Na, ihr? So, die kommen weg und der kommt auch weg. Sind da noch welche da hinten oder waren es jetzt wirklich alle? Warte mal. Die sehen ja ultimativ stark aus. Der wird weggeschnetzelt, der wird auch weggeschnetzelt. Oh. Sehr gut. Und da hinten ist auch keiner mehr, glaube ich. Da ist einer. Und na, Überraschung. Und sehr wir haben alle weggeschnetzelt. Was sind das denn für welche? Aber im Bad? Nee, da ist keiner. Okay, also ich glaube, die ganze Base ist zumindest jetzt leer. Wir haben sonst keinen Ort mehr, oder? Nochmal scharf nachdenken. Ich glaube nicht. Wir haben alles hier untersucht bzw. nachgeschaut. Okay, dann lass einfach unten stehen, bis es dunkel wird. Und dann können wir auf jeden Fall den Master richtig gut beschützen. Oh ja. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Stunden hier ausgesessen. Ich sehe keinen. Ich sehe bis jetzt auch keinen. Wir können mal hier vorne ein bisschen schauen, ob hier jemand ist. Vielleicht, oh, Epic, da hinten ist einer. Oh, tatsächlich, Katja. Oh nein, was ist denn hier los? Wir müssen den Master unbedingt beschützen. Okay, ist das nur einer? Nee, das sind zwei. Das ist da, okay, warte mal, die kommen her. Wir sollten generell immer schauen, wie viel Uhr wir es haben, weil wenn es schon Abend ist, dann können wir auf jeden Fall den Deal natürlich hier in Anspruch nehmen. Epic, das sind ein paar mehr. Das sind sehr viele mehr. Ich konnte nicht um die Ecke schauen. Warte, können wir die in die Lava locken oder? Ich habe eineinhalb Herzen. Oh, pass bloß auf, Katja. Ja, ich muss ein bisschen laufen. Okay, Moment mal. Das sind super, super, super viele, die hier den Master wegschätzen wollen. Was ist hier los? Das sind ja riesige Mengen. Leute, vor allem, ich dachte... Hä? Die waren doch die wenigsten. Die Armee da vom Poseidon war doch dagegen eigentlich richtig viel. Okay, Leute. Können wir die vielleicht irgendwie wirklich in die Lava locken? Schau mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sind so viele. Aber wir gehen ganz gut weg. Nicht so doll stark. Zum Glück haben wir so starke Schwerter insgesamt. Ja, ich habe trotzdem sehr viel... Oh, ich bin auch blöd. Warum habe ich eigentlich meine Sachen hier an? So, warte mal ganz kurz. Ah, mach das ganz kurz. Warte, schau mal. Mein Diamant. Ja, ich habe was. Bist du eigentlich gut ausgerüstet? Ja, du hast sogar deine Diamantsachen an. Kein Wunder. Ja, ich nicht. Oh, okay, Mann. Da oben sind noch richtig ausgerüstet. Die werden auch alle weggestetzt. Mhm. Oh, was ist denn da los? So und so. Bitte weg. Und zack, den haben wir hier. Oben ist noch einer. Guten Tag. Und zack. Waren das alle hier vorne? Sehe ich keine mehr auf jeden Fall. Okay. Was war denn da los? Dann lass mal rausschauen, ob es schon dunkel ist. Oh, nee. Hoffentlich ist es schon dunkel. Ich sehe es. Ich sehe es nicht. Epic. Komm hoch! Nee, das sieht nicht gut aus für mich, das geht nicht gut aus für mich, das geht nicht gut aus für mich. Die werden alle weggeschnetzelt. Achtung, hinter dir. Oh mein Gott. Den haben wir auch weggeschnetzelt. Das war's, oder? Hey! Du bist... Oh, Epic! Moment mal, es sieht wirklich gut aus. Lass mal nach oben schwimmen. Und es sieht... dunkel aus. Ich sehe Sternchen. Sehr gut. Okay, das bedeutet, uns muss jetzt der Master sagen, wo er Ralf und Timo versteckt hat. Und wir können sie endlich nach so langer Zeit endlich mal wieder sehen und vor allem auch retten in dem Sinne. Also, ihm ist nichts passiert. Es ist Nacht. Und ich denke, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. So, oh, warte. Dankeschön. So, Master, du hast einen Deal zu erfüllen. Wo sind Ralf und Timo? Erzähl es uns. So ist es soweit. Mir ist nichts passiert und ich halte mein Wort. Ralf und Timo sind 100 Kilometer weit weg von hier auf einer einsamen Insel. Er hat uns eine Karte hinterlassen. Wo ist die denn? Oh, Moment mal. Karte.
Okay, also dieser Karte sollen wir sozusagen folgen. 100 Kilometer weit weg, Epic, auf einer einsamen Insel. Was hast du denn mit denen gemacht? Oh nee, das müssen wir jetzt erstmal. Och nö, das müssen wir jetzt erstmal finden. Das stimmt, das ist ja richtig doll weit weg. Und Moment mal. Oh, oh, ich hoffe, den beiden geht's gut. Wir haben uns hier eingebaut, Epic. Ich muss hier ganz kurz einmal... warte, ich hab einen Button. Okay, wir sind draußen. Das heißt, wir müssen uns Boote machen. Es ist dunkel. Wir fahren jetzt sofort los und ich hoffe echt, na, dass wir irgendwie die beiden jetzt finden. 100 Kilometer weit weg, Epic. Weißt du, wie lange wir da fahren dürfen? Das stimmt, das ist super, super, super weit. Wir sind da mehrere Tage unterwegs. Okay, also wir müssen auf jeden Fall diese Richtung einschlagen hier. Wir können hier schon mal unserer gewohnten Umgebung Tschüss sagen. Och nee, jetzt müssen wir hier einfach nochmal weg von. Und ich glaube, Epic, in diese Richtung sind wir noch nie zuvor gefahren. Ich hoffe echt, dass da nicht irgendwas Gruseliges ist. Das stimmt und ich hoffe echt, dass wir Ralf und Timo finden. Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall schon Tag geworden und es müsste eigentlich... da genau sein. Ich sehe eine Palme, endlich! Oh, tatsächlich, das ist eine Insel! Ich sehe noch keine Leute, aber ich sehe Gitter. Moment mal, wenn da Ralf und Timo sind, dann esse ich diesen Zettel hier. Ich sehe sie! Oh mein Gott, wie komisch das ist! Hallo! Oh, so, aua. Hallo! Wir haben sie gefunden nach so, so langer Zeit! Das stimmt! Hallo Ralf und hallo Timo! Hallo ihr beiden! Oh, wie oh nein! Okay, warte mal. Erstmal, ich habe gar keine Spitzhacke dabei. Cool, hast du eine? Ich habe eine. Sehr gut. Und bitte aufmachen, bitte aufmachen. Sehr gut. Wie cool das Hallöchen! Und hallo! Epic und Katja, ihr habt uns gefunden. Wie ist das denn passiert? Wir haben den Master einfach gefunden. Gefangen, Leute. Wir haben den Master gefangen und er hat uns höchstpersönlich gesagt, wo ihr seid. Und ihr seid jetzt nicht mehr in Gefangenschaft. Ihr könnt rausgehen. Und ich würde sagen, wir bringen euch direkt zu unserer Base. Wir sind echt lang gefahren, aber das müssen wir nochmal auf uns nehmen. Und dann seid ihr jetzt endlich erstmal frei. So gut. Und Leute, wir sind mittlerweile schon wieder in unserer Unterwasserbase angekommen. Es ist so schön, euch zwei zu sehen. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Danke fürs Retten, ihr zwei. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ach, kein Problem. Es ist schön, dass du hier bist. Und Timo, ist auch schön, dass du hier bist. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Und ich bin jetzt endlich mit meinem Papa frei. Danke euch. Gar kein Problem. Eigentlich müssten wir nochmal dem Master danken, oder? Ich meine, er hat uns alles erzählt, obwohl er eigentlich so böse ist. Warte mal. Und ich muss jetzt echt überlegen, was wollen wir mit ihm machen? Weil freikommen darf er eigentlich auf gar keinen Fall. Und... naja, eingesperrt lassen möchte ich ihn eigentlich auch nicht. Das stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich ist er schon sehr, sehr, sehr doll böse. Ja, deswegen. Da, 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 da. Oh. Nein! Ciao, Kakao! Hä? Was soll das denn bedeuten? Der Mars ist nicht mehr da. Hat er sich versteckt? Wie ist er denn hier rausgekommen? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier los? Kannst du mich rauslassen? Ja, natürlich. Hallo. Dankeschön. Hä? Als ob er einfach weg ist jetzt. Nein! Aber er hat uns wenigstens gesagt, wo die zwei sind. Ich meine, wenn er jetzt halt keinen Quatsch macht, dann ist es ja auch vollkommen okay für mich. Aber ich vertraue ihm nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin, Epic. Ich weiß das nicht. Stimmt, der Master ist einfach verschwunden. Wie ist der denn hier rausgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch echt nicht, was da auf uns zukommen wird, Leute. Der Master ist weg. Ja. Das kann ich jetzt hier wegmachen. Och nö, ich weiß echt nicht. Wahrscheinlich hat ihm irgendjemand geholfen. Es könnte sein. Naja, okay. Aber Hauptsache, wir haben die zwei erstmal wieder gefunden. Um den Master müssen wir uns dann irgendwann nochmal kümmern. Und ich hoffe, er lässt uns jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.